So, wir sind schon im zweiten Teil. Es ist schneller gegangen, als man geglaubt hat. Wir sind schon mitten in der Gewichtsklasse. Und es dürfte etwas härter werden. Und da war gleich einen riesigen Beginn. Wir sind mitten im Länderkampf von Simon Jakubowski und den Welser Adel Gorovic. Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm und schöner Feger gleich vom Welser. Beide bereits Kampf erfahren. Jetzt hat der Welser den Polen in der Ecke gestellt, aber sehr schön rausgekämpft vom Polen mit den gelben Handschuhen. Lange, wilde Haken. Beide sehr groß, relativ gleich groß. Wobei der Pole auch eine Spur größer ist. Auch hier wieder Geplänkel und auffällig jetzt schon, dass der Pole bei den Kicks die Hände unten hat. Standardkombinationen, Kopf und Beine. Schöner Körpertreffer von Welser. Welser einen Schlaghagel zum Körper. Wilde Kombinationen jetzt von Welser. Geht sehr viel auf die Deckung und hat die Hände sehr verdächtig weit unten. Es kann gefährlich werden unter Umständen. Der Pole ist sehr ruhig in seiner Schlagabfolge. Wirkt vielleicht etwas kraftlos. Welser ist zu nahe manchmal. Er läuft hier natürlich Gefahr, dass er in einen Konter reinläuft. Und die erste Runde ist vorbei. Ja, nicht einfach von der Bewertung. Macht sich ein Bild. Es gibt da ein paar interessante Treffer, vor allem zum Körper des Bullen vom Welser. Adel Gorovic, der Welser, hat bereits 10 Kämpfe und hat 5 gewinnen können. Immerhin 2 durch K.O. Und der Pole, der Jakubowski, hat ebenfalls 10 Kämpfe und hat davon 8 gewonnen. Und 4 durch K.O. Zweite Runde. Für meine Begriffe ist jetzt der Welser etwas zu nahe. Und es geht ihm anscheinend ein bisschen schon die Kraft aus. Die Hände fallen runter. Also er läuft hier Gefahr, in einen Konter des Polen zu laufen. Obwohl der Pole richtig kassiert. Aber abgerechnet wird am Schluss. Beim Polen haben wir bereits eine Schwellung am Auge. Gestolpert. Körpertreffer von Welser.
jetzt tragt aber der Jakubowski seine Deckung sehr von kassiert. Ganz schwerer Treffer zum Kopf. Sehr schwerer Treffer. Ringrichter lässt den Kampf weiterlaufen. Wir unterbricht ihn nicht. Das finde ich sehr großartig. Weil normalerweise wird er gleich gesprungen hat, versucht der Backkick des Polen. Jetzt müsste der Welser draufbleiben. Schönes Knie zum Körper. Nochmal Knie zum Körper. Und jetzt weiß aus. Gute Runde für den Welser. Schauen wir jetzt mal in der dritten Runde, ob der Welser jetzt den Kampf für sich entscheiden kann. Er muss noch etwas tun, wobei die zweite Runde würde aus meiner Sicht klar an den Welser gehen. Da waren die klaren Wirkungstreffer auf seiner Seite. Aber man muss immer aufpassen. Simon Jakubowski ist auch ein erfahrener Kämpfer. Und es geht los in Runde 3. Der Pole hat etwas statische Kombinationen. Und wie gesagt, seine Deckung ist sehr, sehr gefährlich nach unten gezogen. Also da kassiert man wieder Treffer zum Kopf. Ah, schöner Körpertreffer. Da trifft er auch zum Kopf. Dreimal getroffen. Also hier sollte man den Gegner irgendwann einmal anzählen. Jetzt ist hier schon wirklich Wirkung im Gesicht des Polen zu lesen. Dreht sich weg. Ich gehe davon aus, dass der Adel jetzt irgendwann einmal darauf reagieren wird, dass der Pole die Deckung so weit unten trägt. Wieder Treffer, ja. Also das ist jetzt schon... Aha, zieht den Kopf nach unten. Adel steht hingegen sehr kompakt in seiner Deckung. Dichte Kopfdeckung, da kann nichts passieren. Die Leichtkontakt-Logik sieht dann gar nichts. Und jetzt wirkt der Pole sogar schon fast ein bisschen lässig. Entweder hat er aufgegeben oder er glaubt, so den Kampf gewinnen zu können. Also der hat ja, keine Ahnung, das schaut aus wie beim Taekwondo. Adel dürfte jetzt Kraft sammeln fürs Finale. Und ich glaube, aber auch Adel ein bisschen an der Nase gezeichnet. Kommt etwas Blut aus der Nase raus. Und jetzt wird wahrscheinlich Adel zum Finale ansetzen. 10 Sekunden. Und der Kampf ist vorbei. Ja, war doch ein sehr heftig geführter Kampf. Mit wirklich sehr heftigen Treffern. Ganz leichte Verletzungen. Wir sind gespannt, aber ich glaube, ihr selber habt euch das Bild gemacht, dass da der Welser, der Adel Korovic gewinnen wird. Genauso wie erwartet. Ganz klarer Punkt des Sieges des Adels.